Sonnenschein, Gott, so wie du. Der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes. Hallo, wir haben heute den 11. Februar und die Hälfte der Woche ist auch schon wieder vorbei. Und wir haben heute einen sehr schönen Vers, Micha 7, Vers 18, aber vielleicht hören wir auch Vers 19 noch dabei dazu. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünden vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält. Denn er hat Gefallen an Gnade. Und jetzt noch Vers 19. Er wird sich unser wieder erbarmen. Wow! Unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Was für eine Aussage! Was für ein Gott! Da stellt Micha der Prophet die Frage, wo ist solch ein Gott? Gibt es denn überhaupt noch so einen? Er ist einfach erstaunt von der Größe Gottes. Und ich glaube, es wird jedem so ergehen, dass wir einfach nicht anders können, erstaunen über Gott, seine Größe, seine Herrlichkeit, aber vor allem auch über seine Liebe und sein Erbarmen, seine Bereitschaft zu vergeben. All das hat er möglich gemacht, weil er den einzigen Weg uns Menschen anbietet, um wieder mit ihm versöhnt zu werden. Durch Jesus Christus, der dieser Weg ist und wo diese Barmherzigkeit Gottes im vollen Maße zum Ausdruck kommt. Wo ist solch ein Gott? Und was macht er mit diesen Sünden? Er hebt sie nicht auf irgendwo, um es dann irgendwann einmal wieder hervorzuheben oder hervorzuholen und vorzuwerfen, wenn man wieder mal versagt hat an der gleichen Baustelle. Nein, wenn es vergeben ist, dann ist es erledigt, vollkommen. Das geht schwer in unseren Kopf ein, sowas, weil wir da ganz anders sind als Menschen. Wenn wir verletzt worden sind, dann ist es nicht immer so leicht, sofort zu vergeben. Okay, manchen fällt es vielleicht etwas leichter, aber es kann doch immer irgendein bisschen noch zurückbleiben, wo man dann, wenn es wieder passiert, dieses gleiche Versagen bei demjenigen, der uns verletzt hat, dass man dann das Alte wieder hervorkramt und sagt, weißt du, damals hast du und so weiter, ja. Aber nicht so bei Gott. Er erledigt unsere Sünden voll und ganz. Und das soll uns wieder zum Staunen und zur Dankbarkeit bewegen. Von ganzem Herzen wieder ganz neu. Und dazu hat er uns auch wieder unter anderem diesen Tag geschenkt, dass wir ihm danken und ihn anbeten. Schauen wir uns dann noch im Neuen Testament eine Stelle an, im Römerbrief. Auch da wird etwas von dieser Liebe Gottes, Römer 8, 32. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben.
Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Was für eine Frage und was für ein Angebot. Gott hat seinen Sohn hingegeben. Und warum? Ich glaube, die meisten von uns wissen das ja eh schon. Weil er uns liebt. Und er hat Jesus nicht verschont, damit wir verschont bleiben von der ewigen Strafe. Auch das soll uns wieder zur Dankbarkeit und zur Freude bewegen, dass der Herr, unser Vater im Himmel, so eine Liebe uns gegeben hat, dass Jesus sogar diesen Preis für uns bezahlt hat. Wir werden nie, auch nicht in der Ewigkeit aufhören, darüber zu danken, zu staunen und anzubeten. Und es ist gut, wenn wir das heute schon auch machen. Gott hat uns gesegnet, wahrlich. Die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt.
gibt.